Ja, die ersten Tage waren sehr anstrengend für mich. Das ist alles sehr kurzfristig so in die Wege geleitet worden. Aber ich bin sehr gut von der Mannschaft aufgenommen worden, fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl hier in Chemnitz, habe mir die Stadt auch angeschaut. Ich bin einfach froh, jetzt hier zu sein in Chemnitz, die Chance zu haben, das wirklich professionell machen zu dürfen. Dementsprechend werde ich auch Tag für Tag auch Gas geben. Ja. Ich bin flexibel einsetzbar, sei es links hinten, links offensiv. Teilweise habe ich auch im Zentrum gespielt, auf der 6, auf der 8. Also da habe ich überall schon Erfahrung gesammelt. Aber hauptsächlich bin ich natürlich auf der linken Schiene zu Hause. Und ja, zu meiner Spielweise, ich glaube, ich bin da schon so ein bisschen schneller unterwegs, habe einen guten Offensivdrang. Ich glaube, das zeichnet mich so ein bisschen aus, ja. In Lippstadt haben wir das nicht professionell gemacht. Es war schon von den Trainingsbedingungen schon ziemlich professionell. Allerdings ohne nebenbei zu arbeiten war das nicht möglich. Dementsprechend habe ich auch 30 Stunden nebenbei gearbeitet, um dann bestens vorbereitet, sage ich mal, zum Training zu starten. Ja. Ja, Zeit zum Überlegen hatte ich nicht wirklich. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hat sich innerhalb von ein paar Tagen ergeben. Dementsprechend stand meine Entscheidung relativ schnell fest, diesen Weg zu gehen. Fiel mir allerdings auch nicht leicht, alles hinter mir zu lassen, was ich jetzt in Lippstadt aufgebaut hatte. Aber um die Chance halt zu haben, das professionell zu machen, bin ich diesen Weg jetzt einfach gegangen, ja. Club TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.